Also, wir sind hier am Kongress. Wir sprechen nicht nur über Technologie, wir sprechen auch über soziale und ethische Verantwortung, über wie wir die Welt zum Besseren verändern können. Das gute Technologie-Kollektiv unterstützt Ingenieure mit einem Leitfaden für ethisch richtiges Handeln, dass man ethische und soziale Auswirkungen von Technologie berücksichtigt beim Design, bei der Ingenieursarbeit. Yannick erzählt euch jetzt mehr dazu. Jan Beritai, bitte heißt ihn mit einem Applaus willkommen. Hallo, danke für die Einführung. Bevor wir anfangen, zeigt mir eure Hände. Arbeitet ihr im Tech-Sektor als Designer, Ingenieure, Product Manager und so weiter? Okay, es sind 95% der Leute, die da sind. Tja, also heute beantworte ich die Frage, was ist gute Technologie und wie können wir bessere Technologie bauen? Also erstmal kurz was zu mich. Ich bin Jan, ich bin französisch-deutsch, ich bin Hacker, Unternehmer, Co-Founder eines Startups in Berlin. Ich bin ein Gründer von Good Technology Collective. Also, das gibt es etwa seit einem Jahr. Ja, mehr als einem Jahr mittlerweile. Mit vielen verschiedenen Leuten, die Expertise aus verschiedenen Bereichen einbringen. Also, wir haben drei Ziele. Wir wollen die Bevölkerung bilden, wir wollen Ingenieure ausbilden, wie man bessere Technologie bauen kann. Und, das ist jetzt ein Fernziel, wir wollen uns in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Das hier haben wir erreicht bis jetzt. Wir haben 27 Mitglieder, wir haben 20 Medienpartnerschaften, wir haben den Teil der öffentlichen Bildung, das haben wir mit 15 Events gemacht in 2018. Und wir veröffentlichen jetzt einen Standard. Also das ist mehr oder weniger heute sogar. Ja, und wenn ihr hören wollt, was wir so machen, dann meldet euch auf dem Newsletter hier an. Wie ich gesagt, das Expert Council ist sehr vielfältig. Wir haben Leute aus dem akademischen Umfeld, aus Regierung, Philosophen, Technokraten und so weiter. Also der Grund dafür ist, also vor einem Jahr haben wir gemerkt, dass in unserem Umfeld, also als Technologiehersteller, haben wir viele über die Stimmen aus unserem Bereich gesprochen, aber es gibt kein Gremium, das irgendwie alles so ein bisschen zusammenfasst, einen Konsens schafft. Also wir hatten einige schlimme Entwicklungen in den letzten Jahren. Also zum Beispiel der Einfluss von Filterbubbles, hat man vor 5 Jahren schon drüber gesprochen. Aber ich meine, jetzt entscheiden diese Mechanismen über den Ausgang von Abstimmungen. Also Leute werden radikalisiert, die Gesellschaft wird polarisiert, weil man nicht mehr die Meinung von anderen hört. Also solche Situationen kennt man eigentlich nur aus Science Fiction oder dass Regierungen so übergreifend versuchen, künstliche Intelligenz zu verwenden, um zu entscheiden, wer ins Gefängnis kommt oder nicht. Es gibt mehr Machine Learning, mehr Big Data, das in alle Aspekte unseres Lebens eingreift, also von E-Commerce über Banking bis zu Navigation, geht durch diese Schnittstellen, die uns diese Daten präsentieren. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr positive Entwicklungen, wie zum Beispiel das hier, Weltraumfahrt. Endlich passiert etwas. Es gibt große Fortschritte in der Medizin. Autos werden sicherer und erneuerbare Energiequellen werden erschlossen. Also wie kann es sein, dass das gute und schlechte Anwendung von Technologie
beide so vermehrt auftauchen und ja, halt diese beiden Extrempole so immer mehr vertreten sind. Und vielleicht ist der Grund einfach, dass alles so kompliziert ist. Also die Menge Daten, die verfügbar ist, verdoppelt sich alle paar Jahre. Menschen können das gar nicht mehr verarbeiten. Also bauen wir kompliziertere Algorithmen, um das zu verarbeiten. Und niemand versteht das mehr ganz. Niemand hat mehr da den Durchblick. Und das ist eine Konsequenz davon. Also das ist etwa 2 Jahre her. Google hat alle Bilder durchgeschaut, die ihr hochgeladen habt, und hat dann erkannt, was auf diesen Bildern sind. Also eigentlich eine ganz coole Technologie. Und die haben das mit ihrer Userbase bereitgestellt, bis dann jemand gemerkt hat, dass Fotos von schwarzen Leuten dann immer als Gorilla erkannt wurden. Da gab es natürlich einen großen Shitstorm. Aber ich meine, in 2 Jahren jetzt haben sie es immer noch nicht geschafft, das zu reparieren. Und ich meine, also die Lösung, die sie jetzt haben, war einfach zu verhindern, dass Affen generell erkannt werden. Aber wenn nicht mal Google so ein Problem lösen kann, was heißt denn das? Und dann hat man natürlich auch beabsichtigte Konsequenzen aus Technologie. Ein anderes Beispiel hier, Grayball. Weiß nicht, ob jemand davon gehört hat. Also Uber wollte wirklich in vielen Ländern Gesetze ändern, um ihre Dienstleistung global auszurollen, überall verfügbar zu machen. Also anpassen von Taxiregulierung und der Umgang mit Taxifahren. Und was sie halt gemerkt haben, war, dass sie wollten nicht wirklich, dass Leute untersuchen, was die tun. Also haben die so ein riesiges Gebilde gebaut, Daten aufzubewahren, Social Media Profiles zu sammeln, rauszufinden, ob man für eine Regierung arbeitet oder so. Und dann diesen Leuten wurde einfach nie ein Fahrzeug angezeigt, wenn man auf Uber gesucht hat. Also das war ganz offensichtlich Absicht. Also das war einfach ein Puzzlestein in ihrer Lobbyarbeit. Also um Leute dazu zu bringen, Gesetze zu ändern in Bezug auf Taxis. Ja. Und was mich hier stört und beunruhigt, ob jetzt das Absicht war oder nicht, ist, es wird eigentlich immer schlimmer. Je mehr Systeme wir zusammenhängen, desto schlimmer können diese Konsequenzen werden. Also das hier ist ein Screenshot, den ich gemacht habe von Google Maps. Man sieht hier gewisse Orte, die so hier hervorgehoben sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber diese Orte, die hervorgehoben werden, sind verschieden für verschiedene Leute. Also ich habe heute nochmal nachgeschaut und es wurde mir anders angezeigt als hier. Also Google filtert ganz stark und hebt bestimmte Dinge hervor. Also, ja, wie man hier sieht. Und jetzt vielleicht, wenn man einfach die Karte anschaut, ist das nicht ganz offensichtlich, dass das passiert. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so ein großes Problem. Aber die gleiche Firma Google zusammen mit Waymo entwickelt auch das hier. Die haben sie jetzt gerade im Testbetrieb. Also selbstfahrende Autos. Ist noch ein paar Jahre weit weg, davon wirklich Realität zu werden. Aber ja, die üben halt damit. Und in bestimmten Städten sind jetzt selbstfahrende Autos im Umlauf. Also denkt euch, dass man jetzt 5 Jahre in die Zukunft und in 5 Jahren dann hat man vielleicht auch keines eigenes Auto mehr und man nimmt dann ein Auto von Google und das fragt einen dann, wo will man hin? Wo willst du hin? Fragt einen dann das Auto. Willst du ins Büro? Oder willst du zu deinem lieblingsasiatischen Restaurant, wie gerade auf der Karte gesehen? Also ich meine, es war eigentlich tatsächlich nicht mein Lieblings, es war einfach das erste, zu dem ich gegangen bin und Google hat halt angenommen, vielleicht will ich zu einem anderen. Oder ja, vielleicht nicht McDonald's, weil da gehe ich nicht hin und da gibt es noch weitere Resultate und das fünfte ist dann vielleicht eine Werbung.
Und ihr sagt mir jetzt vielleicht, Jan, ja, das ist doch sicher auch noch okay. Also ich meine, man kann ja immer noch sagen, ich will nicht diese 5 Optionen, zeig mir einfach die Karte. Aber jetzt... Und obwohl ihr jetzt eine Karte seht, seht ihr nicht alle Optionen, die die Karte oder die Kartendaten bereithalten. Und wenn wir das Auto betrachten, das Ebenbild der Beweglichkeit der Freiheit, dann wird auf einmal dieses Auto eure Sicht der Welt verkleinern, abfiltern. Und die KI und Algorithmen, deren Algorithmen hinter der Erzeugung dieser Daten stehen, werden diese Daten filtern, basierend auf dem Input von anderen Menschen. Und niemand wird mehr sagen können, warum die Karte so ausschaut, wie sie ausschaut. Und all das passiert, ohne dass es richtig offensichtlich ist. Niemandem. Das ist also eine Technologie, die wie eine Blackbox funktioniert. Das ist keine Zukunft, die ich will. Wenn ihr diese Zukunft verhindern wollt, dann müsst ihr euch eine ganz einfache Frage stellen. Und diese Frage lautet, wer designt diese Produkte? Und wie lautet die Antwort drauf? Antwort aus dem Publikum, wir machen das. Und ja, tatsächlich, wir designen diese Produkte, wir als Ingenieure bauen diese Produkte. Und wir sind häufig auch von ingenieurmäßigen Zielen getrieben, das Produkt so gut wie möglich zu machen, so gut wie wir es können. Zur selben Zeit arbeiten wir aber ständig an Dingen, die an den Grenzen des Machbaren sich befinden. Und wenn wir an den Grenzen des Machbaren arbeiten, gerät leicht in Vergessenheit, was zu etablierten Produkten die Gesellschaft bereits an Normen und Werten bereithält. Und wenn die Gesellschaft dann schließlich eine Antwort auf diese Fragen hat, dann sind wir schon wieder weiter. Mittlerweile sind die technischen Systeme so mächtig geworden, so verbunden, dass wir vielleicht einmal tief durchschnaufen sollten und nicht nur an das zu lösende technische Problem schauen, sondern auch auf die Werte und Normen unserer Gesellschaft. Und um das zu tun, müssen wir auch weitere Fragen zu stellen. Die zweite Frage wäre dann, was ist gute Technologie? Das ist zufälligerweise auch der Titel meines Vortrags. Dafür habe ich leider keine Antwort. Aber einen Vorschlag. Was ich gerne vorschlagen würde, ist, dass wir einen Leitfaden veröffentlichen, der Firmen hilft, gute Produkte zu bauen, die einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Damit haben wir uns im vergangenen Jahr beschäftigt. Und während dieser Zeit sind wir zur Einsicht gekommen, dass wenn man es wirklich verwendbar machen will, dann müssen wir es einfach machen. Was ist uns wichtig? Wenn du als Ingenieur, als Organisation diesen Standard verwenden möchtest, dann empfehlen wir 4 Phasen. Und heute haben wir meistens folgenden Entwicklungszyklus. Wir bauen was und irgendwann, wenn wir fertig sind, fragen wir mal die Rechtsabteilung, können wir das so unter die Leute bringen? Die sagen, ja.
Um das nochmal globaler anzuschauen, haben wir 4 wichtige Phasen der Produktentwicklung identifiziert. Die erste Phase hier ist Empowerment. Ein Produkt sollte seine Benutzer befähigen, Probleme zu lösen. Es sollte aber auch ihre Mitverantwortung stärken. Menschen haben begrenzte Kapazität, um Entscheidungen zu treffen. Wenn wir die Entscheidungen zu sehr an Maschinen delegieren, dann haben wir das Problem, dass wir irgendwann nur noch den Algorithmus entscheiden lassen. Wenn wir am Schluss die Übertragung der Verantwortung an den Benutzer soweit möglich, die Berücksichtigung seiner individuellen Wahl wollen meine User das Produkt verwenden? Spüren sie wirklich einen Vorteil, wenn sie das Produkt verwenden? Die Frage darf also nicht nur lauten, profitiere ich als Firma, profitiert meine Firma vom Einsatz dieses Produktes? Hilft dieses Produkt den Menschen besser zu werden als Person, als Mitglied der Gesellschaft? Und wenn dein Produkt keines dieser Probleme löst, dann solltest du dir wirklich überlegen, inwieweit die Entwicklung tatsächlich zu rechtfertigen ist. Unser zweiter Punkt ist, dass unsere Produkte auch Probleme lösen sollen. Mein Lieblingsbeispiel da ist die smarte Glühbirne, Philips als Beispiel. Da scheint es eine gewisse Mode zu geben, die in so funktioniert. Nimm ein Produkt, bau ein Wireless-Chip dran, mach ein Etikett dran, smart, und verdien viel Geld. Wir verändern nicht das ursprüngliche Produkt. Auch eine Waschmaschine mit Wi-Fi bleibt eine Waschmaschine. Und deswegen denken wir, dass wir tatsächlich über den Zweck des Produktes nachdenken sollten. Das Produkt sollte intelligent helfen und nicht einfach nur smart nach dem Modelabel gelabelt sein. Und die Philosophie des Intelligent by Design ist, dass wir zuerst über den Kern des Produktes, den Zweck des Produktes nachdenken. Und dass wir nicht einfach der Waschmaschine eine Wi-Fi-Antenne dran schrauben, sondern dass wir uns überlegen, wie wir eine bessere Waschmaschine bauen. Und bei jedem Schritt der Produktentwicklung darüber nachdenken, bauen wir jetzt wirklich eine bessere Waschmaschine oder folgen wir einer Mode? Ein Beispiel dafür ist die Armbanduhr, die vor langer, langer Zeit erfunden wurde. Aber als sie erfunden wurde, war sie eine natürliche Erweiterung deiner Wahrnehmung. Du spürst die Uhr nicht wirklich, du kannst immer auf die Uhr schauen. Und die Uhr verbessert auch deine Effektivität als soziales Wesen. Du kannst auf die Uhr schauen, weißt, wie viel Uhr es ist. Wenn ich zu Menschen rede und das macht mal. Also Ingenieure reden mit mir über ein Problem, das sie gelöst haben, aber dann frage ich, wer ist der Kunde, und das können sie mir nicht sagen. Also ich meine, kann ich irgendwie mehr Out-of-the-Box-Thinking haben, einen Schritt zurück machen, überleg dir, was bringt das überhaupt? Wo,
wo wollen wir hin mit dieser Technologie in den nächsten Jahren? So, also nächster Punkt ist so Einfluss auf die Gesellschaft. Also da habe ich schon ein bisschen drüber gesprochen mit negativen Konsequenzen. Also viele Leute merken das zwar nicht, aber wenn man in einem kleinen Startup ist und an irgendwie Technologie, Robotern baut oder was auch immer, dann was auch immer man baut, wird vielleicht von 100 Millionen Leuten gebraucht in den nächsten fünf Jahren. Das passiert nämlich oft so. Also man muss sich von Anfang an überlegen, was ist, wenn jetzt das zum Beispiel von 1 Milliarde Leute verwendet wird, hat dann das irgendwie weitreichende Konsequenzen, weil auf dieser Größenordnung hat man ganz andere Dinge, die passieren. Oder nehmen wir irgendwie menschliche Schwächen, nutzen wir diese aus? Also viele Produkte heutzutage versuchen, dein Gehirn zu hacken. Also sie verstehen, wie Engagement funktioniert oder Sucht. Also zum Beispiel soziale Netzwerke haben einen extrem starken Fokus im Engineering, um irgendeine Zahl von 0,1 auf 0,2% zu bringen, was zu optimieren. Das kann man mit AB-Tests machen. Also da kann man ständig immer verbessern und naja, so werden die Leute halt abhängig von sozialen Netzwerken. Also Apple hat jetzt Screen Time implementiert und ein Apple-Produkt sagt jetzt, wie viel Zeit du am Bildschirm verbringst. Also alles, das irgendwie AI oder Machine Learning drinsteckt, muss man wirklich die Datasets genau anschauen, weil es ist sehr einfach, irgendwelche Tendenzen oder Vorurteile da drin zu haben oder Diskriminierung. Also wenn wir jetzt Mitglieder in unserer Gesellschaft haben, die mehr oder weniger Glück haben, die durchs Raster fallen, die ja können dann vielleicht irgendwie, was weiß ich, nicht mehr Uber brauchen oder halt irgendwie Finanztransaktionen ausführen oder so. Also was ich am Anfang schon gesagt habe, also schaut nicht nur euer Produkt an, sondern auch, was die anderen machen und ob es irgendwie bestimmte Kombinationen von Technologien gibt, die noch weitere Effekte hat. Also versucht mal nachzudenken, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, und naja, wenn euch nichts Schlimmes da einfällt, dann ist es wahrscheinlich okay. So, dann geht es um Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit muss heute im Designprozess berücksichtigt werden. Also erste Frage ist, verkürzen wir die Lebensdauer eines Produktes künstlich? Also ich meine, ja, wenn wir etwas bauen, das Leute nur ein Jahr benutzen wollen und das wegwerfen, kann vielleicht irgendwie ein Produkt so bauen, dass es irgendwie weiter funktioniert, wenn es einen Internetdienst dahinter braucht. Also vielleicht ein Standalone-Mode wäre da sinnvoll. Oder was haben wir hier noch? Cryptocurrencies, also Kryptowährungen, die so viel Strom verbrauchen wie ganze Länder mittlerweile. Also ich meine, da gibt es vielleicht eine Lösung, die nicht so einen krassen ökologischen Fußabdruck hat. Also ich meine, wir wissen jetzt vielleicht nicht genau wie, aber oft reichen kleine Veränderungen, um sowas zu machen. Und dann fragt euch noch, mit welchen anderen Diensten arbeitet ihr zusammen? Also wenn ihr zum Beispiel in Europa seid, arbeitet mit Lieferanten aus Europa zusammen, weil die ihre Arbeitnehmer ständig behandeln. Und ich meine, bei Hardware jetzt spezifisch, ich meine, in meiner Firma benutzen wir auch Hardware, wo alle irgendwie das letzte kleine Cent versuchen einzusparen bei der Herstellung. Und der Unterschied zwischen irgendwie ganz billig und brauchbar ist irgendwie ein Centbruchteil, und das verändert an der Marge nicht viel. Aber ich meine, eben vielleicht kann man sich ja entscheiden, nicht irgendwie einen Centbruchteil zu
einzusparen, auch insbesondere, wenn es die Produktqualität so stark beeinträchtigt. So, also das sind so die meine vier Hauptpunkte. Dann haben wir jetzt noch zwei zusätzliche Checklisten. Erstens Daten sammeln. Especially like in terms of like IoT. Also insbesondere so im IoT-Bereich. Also gibt es viele Produkte, die so viele Daten wie möglich sammeln. Und das müssen wir ja wirklich eher als Nachteil sehen, als Risiko. Also ich denke, wenn wir eine Anwendung bauen, sollten wir uns erst festlegen, was benötigen wir an Daten und dann vielleicht wirklich erst später anfangen, mehr zu sammeln. Also ich meine, eben diese IoT-Devices, die sind ja immer an und ohne Aufsicht sozusagen. Und das habe ich ja auch schon gesagt. Also viele Leute sind so fasziniert von der Menge Daten, die es gibt und versuchen so viel wie möglich zu sammeln. Aber oft kann man eigentlich genau die gleiche Anwendung bauen mit einem Bruchteil der Datenmenge. Und oft macht das dein Produkt auch effizienter. Okay, dann wie sensibel sind die Daten? Also ich meine vielleicht sowas wie die Temperatur in diesem Gebäude ist was anderes als euer Bewegungsprofil. Und wenn es halt irgendwie sehr schützenswerte Daten sind, müssen wir uns genau überlegen, ob wir die überhaupt sammeln wollen. Dann kommen noch dazu, wissen die Leute, dass wir diese Daten sammeln? Also ich schaue jetzt insbesondere auf Facebook und Google. Also ich meine, das Einverständnis da ist ja nicht so sehr explizit. Also ich meine, klar, eigentlich steht das da in der Datenschutzbestimmung, aber für normale Nutzer ist da nicht wirklich konkret klar, wann was da gesammelt wird. Und dann zuletzt benutzen die Designer Dark Patterns, um Leute dazu zu bringen, Daten zu teilen. Also ich habe ein Beispiel, das hat mir gestern jemand erzählt, über Venmo. Das ist so ein amerikanisches System, um Geld zu überweisen per Smartphone. Und standardmäßig sind da alle Transaktionen öffentlich. Also es gibt da 200 Millionen Transaktionen, die öffentlich sind, inklusive die Beschreibung der Transaktion. Also inklusive Dinge, die vielleicht nicht ganz so legal sind, das dann zum Teil offensichtlich war. Aber wenn man das App braucht, dann war das einfach nicht klar, dass das so läuft. Der weitere Punkt ist, dass wir die Endbenutzer tatsächlich schulen und erziehen müssen, wie sie das Produkt nutzen. Natürlich können wir nicht immer die perfekte Dokumentation haben. Aber heutzutage sind die meisten Anwendungen, die meisten Apps für Endbenutzer eine Blackbox. Und viele Firmen bieten ihre Produkte als den magischen Problemlöser an. Und dann schaust du auf die App an, die Anwendung, und du fängst gar nicht an zu versuchen, sie zu verstehen. These days is still like opening up a PC and trying looking at it because everything is in tablet and integrated. Heute ist es ja noch nicht mal mehr so, dass ich wie in den Tagen des PCs die Maschine aufschraube, mir die Komponenten anschaue, weil alles auf dem Tablet, auf dem Smartphone läuft. So jetzt in Empowerment. Und damit kommen wir auch zurück auf die Frage des Empowerments, der Befähigung der User, der Einbeziehung der User. Manchmal ist es eine gute Sache, aber die Prüffrage hier muss sein, ist das dem Benutzer klar mitgeteilt? Kann der Benutzer nachvollziehen, warum diese Entscheidung getroffen wurde? Kann er sehen, dass diese Entscheidung getroffen wurde? We know better for the people, right? So we found the perfect algorithm. Und in diesem Fall ist es so, dass man denkt,
Google denkt sich, wir haben die perfekte Antwort auf deine Frage und wir machen das jetzt einfach mal so. Das ist allerdings schon eine Frage der Produktvermarktung, wie es tatsächlich dem Benutzer mitgeteilt wird. Und wenn wir die Beispiele von Siri, Alexa, Google Home anschauen, dass die vermarktet werden als persönliche Assistenten, als Diener, aber in Wirklichkeit sind die Geräte relativ simpel. That's kind of dangerous. Und das ist natürlich gefährlich und das sollten wir verhindern. Weil wenn wir Kinder gegenüber diesen Geräten sehen, die diese vermenschlichten Geräte nun als Gesprächspartner ernst nehmen und dort auch Empfehlungen von ihnen bekommen, das ist gefährlich. So, these are kind of the main areas. So of course it's a bit. Hier sind nochmal zusammengefasst die Bereiche, die ich berührt habe. Heute haben wir den Standard veröffentlicht als ersten Entwurf und der ist aufgeteilt in eine Einleitung, dann in die Punkte, die ich gerade erklärt habe, und die Erklärung zum Produktentwicklungszyklus. Und ich würde euch bitten, schaut euch unsere Veröffentlichung an, tragt dazu bei, schickt uns eure Kommentare und wir hoffen, dass in naher Zukunft die Firmen das tatsächlich im Produktentwicklungszyklus einsetzen können. Even though we have this standard, right, I want to make clear. Trotzdem wir diesen Standard jetzt veröffentlicht haben, ihn zu haben und ihn tatsächlich einzusetzen, das sind zwei Sachen. Und diesen Standard umzusetzen, entbindet euch nicht von eurer persönlichen Verantwortung. Wenn ich mich heute hinstelle und als Bauingenieur eine Brücke baue, dann bin ich dafür verantwortlich. Und ich glaube, dass wir gleichermaßen die Verantwortung akzeptieren müssen, dass wenn wir Dinge bauen, wir die Verantwortung dafür tragen. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, würde ich gerne noch ein Zitat einbringen. Das ist Shamas Palihapitiya, der früher in der Geschäftsführung von Facebook war. Und der sagte während einer Konferenz, ich fühle mich ziemlich schuldig, weil irgendwo im Reptilienteil meines Gehirns wusste ich, dass etwas Schlimmes passieren hätte können. Aber ich denke nicht, dass wir auf diese Weise ticken. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir Werkzeuge erschaffen haben, die uns als Gesellschaft tief spalten können. Und ich hoffe, dass ihr mit euren Produkten das klar macht. Das ist eine Sache, die ihr nach Hause nehmen solltet. Was ist gute Technologie? Was bedeutet das für euch persönlich? Was bedeutet das für Produkte? Was bedeutet das für eure Firma, für eure Organisation? Vielen Dank. Thank you. Jan Leretay. Do we have questions in the room? Danke, Lan Yeretal. Haben wir Fragen im Raum? Die Mikrofone sind offen. Please speak loud into the microphone, as the people in the stream want to hear you as well. I think microphone number one was the fastest. So please. Okay. Thank you for your talk. So, danke für deinen Talk. Ein kurzer Kommentar erstmal und dann eine Frage. Also was du da zuerst gesagt hast, dass man Usern eine Option geben soll, größere Kontrolle über das Interface zu haben. Also wenn man anschaut, User wollen das eigentlich nicht. Also wenn Nutzer Online-Web-Tools brauchen, dann nur 5% der Leute brauchen überhaupt irgendwelche Einstellmöglichkeiten. Also Firmen entfernen diese Knöpfe, weil es einfach nicht effizient ist, das einzubauen. Und was ich dich fragen wollte,
Also all diese Grundregeln, die du hier vorgestellt hast, klingen eigentlich umfassend und gut. Also ich denke, wir können das als Entwickler akzeptieren. Aber wie verkauft man das einer Firma? Also zum, ich meine, wie können wir das umsetzen? Also als Individuen geht das ja, aber ich meine, eine Firma, die eigentlich profitorientiert ist, wie überzeugt man die, diese Werte zu verinnerlichen? Thank you. Yeah, maybe to the first part. Vielleicht nehme ich mal zum ersten Teil deiner Fragestellung. Choice is something that people do not want, and that's why companies removed it. Ja, also Firmen haben Wahlfreiheit entfernt, weil sie festgestellt haben, dass Benutzer das gar nicht wollen. Optimization and user testing. Die Applikationen durchlaufen langwierige Zyklen der Produktinnovation und folgen normalerweise KPIs, die Firmen definieren, wie zum Beispiel erhöhtes Engagement. Und unsere Grundannahme ist, dass die KPIs heute falsch definiert sind. Und aus diesem Grund ist UX und UX Research mittlerweile so wichtig geworden. Still engaging, but also gives a choice. To the second question, I mean, zum zweiten Teil deiner Frage. Ich finde das ziemlich interessant. To implement something like this because it's ich finde es speziell interessant, warum Google das so implementiert, auch wenn es etwas ihrem Businessmodell zugegenläuft. Meine Hypothese ist, dass Mitarbeiter auf der Leitungsebene in der Geschäftsführung sehr genau wissen, was der mögliche Impact solcher Entscheidungen sein kann. In the end, I think, you know, if everyone actually demands it. Und deswegen glaube ich, dass am Schluss, wenn genügend Leute danach fragen, dann wird das auch passieren. Speziell im Bereich der Technologie sind wir ja relativ flexibel. Und es ist durchaus möglich. If you look at something like Facebook, I think they overdid it, right? Wenn ich mir Facebook anschaue, dann denke ich, dass sie einfach zu weit gegangen sind. Sie überlegen sich, immer neue Anreize, ihre Werkzeuge zu benutzen. Und sie sind zur führenden Plattform im Bereich der sozialen Medien geworden. Für das Produkt selber glaube ich, dass wenn ihr auf die langfristige Wirkung schaut, wird es für das Produkt nicht gut sein. Und deswegen ist es wichtig, die richtigen KPIs anzuschauen. Yes, Ploy asks a question that goes into a similar direction. In vergangenen Monaten hatten wir einige Berichte über wichtige Leute, die bei sozialen Medien arbeiten, dass sie ihren Kindern verbieten, ihre Produkte, die sie in der Firma machen, zu benutzen. Also diese Leute wissen, dass die Produkte, die sie bauen, abhängig machen. Findest du nicht, deine Arbeit ist etwas überflüssig, weil große Firmen das Gegenteil von deinem Ziel absichtlich machen? Da, glaube ich, müssen wir die Grenze ziehen zwischen Absicht und Fahrlässigkeit. Wir haben das Problem, dass die Regelung durch Gesetze den Entwicklungen immer hinterherhinkt und unser Ziel ist es, ans Gute im Menschen zu appellieren. About educating the engineer. What about educating the customer or the consumer who purchases the product? Yeah, so du hast jetzt das ist natürlich ein guter Punkt, die Endbenutzer mehr zu schulen, zu erziehen. Und wir denken, das sollte Teil der Produktentwicklung sein. Genauso wie es Teil der Produktentwicklung ist,
zu dokumentieren, wie das Produkt benutzt wird. Wir sehen uns einer solchen Geschwindigkeit in letzter Zeit gegenüber, dass die Leute auch nicht mehr hinterherkommen. Und wir denken, das ist eine Verantwortung, die alle trifft, nicht nur uns im Technologiesektor. Und deswegen versuchen wir auch, uns breit aufzustellen und gemeinsam mit Medienpartnerschaften und Veröffentlichungen für diese Erziehung, Schulung, Veröffentlichung zu sorgen. Und speziell fällt uns auf, dass zum Beispiel Kinder gegenüber diesen Smart Assistenten häufig hilflos sind und sie sehr ernst nehmen, sodass also Ziel unserer Schulung, unserer Erziehung sein muss, zu erklären, wie Filterprozesse, Filterblasen funktionieren, wie diese Maschinen funktionieren. Und je früher Menschen das lernen, desto mehr werden sie auch darüber lernen. Danke für dein Input. Also, du hast zwar diese Regeln und ihre Bedeutung vorgestellt, ich meine, aber die genaue Auswahl scheint mir irgendwie so ein bisschen willkürlich. Also, als eine Person, die das hier umsetzen möchte, würde ich gerne so ein bisschen den Hintergrund hören, also wieso genau jetzt diese Regeln so zusammengestellt wurden. Also ich wollte wissen, habt ihr da historische Beispiele angeschaut? War das so eine Gruppendiskussion oder habt ihr euch einfach was aus dem Ärmel geschüttelt? Also meine Frage ist, was hat euch beeinflusst bei der Zusammenstellung von genau diesen Regeln? Das ist natürlich eine ziemlich komplizierte Frage. Wie genau sind wir zu dieser Zusammenstellung der Regeln gelangt, was gute Technologie sein sollte? Lass mich zuerst erklären, was wir nicht wollten. Wir wollten kein Regelwerk erstellen, das klar sagt, tu das nicht. Wir hatten uns noch nicht einmal in unserer Runde im GTC darüber einigen können. Deswegen haben wir uns über konkrete Problemstellungen unterhalten, die wir in echten Produkten mit unseren Ingenieurkollegen wahrgenommen haben. Probleme mit der öffentlichen Wahrnehmung, Probleme im Verhältnis mit Behörden, Probleme der Technikfolgenabschätzung, und wir haben daraus eine ziemlich lange Liste erstellt, die wir anschließend Bereichen zugeordnet haben. Und natürlich haben wir verschiedene Sachen dann fallen lassen, aber basierend auf diesen Bereichen, die wir zugeordnet haben, haben wir versucht, euch ein Werkzeug an die Hand zu geben, euch als Ingenieuren, als Designern, um eure Produkte besser beurteilen zu können. Very good job. Thank you. Thank you. And I think microphone number two has a question again. Hallo. Ich wollte wissen, habt ihr Schnittstellen zu anderen Standardisierungsgremien? Also ich meine, es klingt so, als seid ihr nicht wirklich sehr aktiv außerhalb von Europa. Also habt ihr irgendwie mit Asien was zu tun zum Beispiel? Nein, in diesem Augenblick ist unsere Initiative hauptsächlich auf Europa konzentriert. Wir sind im Gespräch mit anderen Organisationen, die ähnliche Fragestellungen bearbeiten. Wir tauschen Ideen aus, aber wir mussten irgendwo anfangen und haben uns gedacht, dass Europa ein
ziemlich guter Platz ist, um damit anzufangen. Und wenn wir das mit anderen Plätzen der Erde vergleichen, wie zum Beispiel Asien, sehen wir uns ganz anderen Stimmungen der dortigen Gesellschaft gegenüber, was zum Beispiel Privatsphäre betrifft. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass Europa ein guter Punkt ist, um diese Diskussion in Gang zu bringen und auch um diese Ideen der Technikfolgenabschätzungen vorwärts zu bringen. Wir wollen aber trotzdem... Hallo, kurze Frage. Ich konnte keinen Spendenknopf finden auf deiner Webseite. Also akzeptiert ihr Spenden? Ist Geld ein Problem? Braucht ihr das? Klar brauchen wir Geld. Aber es ist kompliziert. Wir wollen so unabhängig wie möglich bleiben. Deswegen nehmen wir keinen projektbezogenen Spenden entgegen. Was wir entgegennehmen ist, dass wir Sponsoring für Veranstaltungen, die wir durchführen, entgegennehmen. Aber das hängt vom Event ab. Wenn du Veranstaltungen von uns sponsern willst, dann bitte wende dich an uns. Wir haben aber noch keinen regulären Mechanismus, um das zu steuern. Ja, ihr könnt ja vielleicht auf Patreon was machen. Yeah, it's actually not so easy to not fall into the traps that like. Das ist relativ schwierig, nicht in die Falltürchen zu tappen, in die andere Organisationen in vergleichbare Situationen schon gefallen sind. Und deswegen wollten wir das vermeiden. Number one, please. Hi, I was wondering, how do you unite the second and third points in Hi, ich habe mich gerade gefragt, wie die Beziehung zwischen den ersten und zweiten Punkt eurer Checkliste zusammenbringt. Back their technologies endlessly to take into account future technologies, and on the other hand, they want to compromise their own design too much. So it sounds a bit contradictory. Okay, I got it. So der erste und der zweite Punkt eurer haben sich etwas gegensätzlich angehört. For that, I would say, like, we are not like technology haters, right? Wir sind keine Luditen. So of course, the idea is that you kind of just take a look at what is there today and try to. Natürlich ist die Idee, dass man sich anschaut, was an Technologie heute existiert. Standard is that over time, actually. Und unsere Empfehlung ist, diesen Standard anzuwenden und bei weiterer Produktentwicklung zurückzuschauen auf die Antworten, die man gegeben hat, als man zum ersten Mal die Fragen unseres Standards, unserer Richtlinie beantwortet hat. Mikrofon 2. Danke für den Talk. Also nochmal zurückkommen auf eine frühere Frage. Also ich finde es eine gute Option, aber ich denke, es könnte vielleicht, wenn etwas die einzige Option ist, kann es schnell überflüssig werden. Also ich meine, die Frage jetzt, also es kann sein, dass es in Europa im Moment funktioniert, aber wenn Europa nicht den gleichen ökonomischen Einfluss hat und nicht mit China mithalten kann oder USA und Silicon Valley, also wird Europa wirklich noch relevant bleiben in Zukunft, wenn die ökonomischen Kräfte sich verschieben zwischen den Großmächtern? Ja, wir müssen ja irgendwo anfangen. Anyway, Google will
invent singularity and that's why we shouldn't do anything. Is, I think, one natürlich könnten wir uns hinstellen und sagen, na gut, jetzt warten wir noch ein bisschen und irgendwann werden wir an der Singularität angekommen sein und dann brauchen wir eh nichts mehr machen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir an den kleinen Dingen anfangen müssen. I think we have to start somewhere. And I think for having operated for 1 year, we have been actually und wir müssen irgendwo anfangen und dafür, dass wir jetzt ein Jahr lang uns damit beschäftigt haben, finde ich, haben wir schon einiges erreicht. Wir sind absolut bereit, das weltweit anzuwenden. Und wir möchten absolut das zu einer weltweiten Veranstaltung machen und das auch in anderen Ländern bei anderen Veranstaltungen vorstellen, steht absolut in unseren Plänen. Mikrofon Nummer 1. Ja, etwas, das ich noch nicht gefunden habe, ist, wie diese generellen Richtlinien über die Gesellschaft, wie das, oder wie zum Beispiel so eine Verfassung. Habt ihr euch überlegt, dass ihr vielleicht einfach euch nicht klar genug ausgedrückt habt? Oder habt ihr das irgendwie so von unten hoch entwickelt? Da hast du natürlich ziemlich recht. Wir haben den Prozess entwickelt und wir haben Fragen definiert, die man sich stellen sollte. Was wir nicht machen, ist, dass wir Antworten auf diese Fragen gegeben haben, weil die von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Land zu Land sich auch ändern. Unterschiedliche Firmen haben auch unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Firmenkulturen. Und wenn wir diese Antworten geben würden, dann würden wir schon vorwegnehmen die Tatsache, dass verschiedene Firmen dieselbe Antwort geben müssten. Und wir als Good Technology Collective geben nicht die Antworten, wir definieren nicht, wie die Antwort lauten muss, sondern wir wollen, dass andere sich diese Fragen stellen und die Antworten sich selbst geben. Thank you. Number two. Hallo, Mikrofon Nummer 2. Danke für deinen Talk. Also als Ingenieur wollen wir immer, dass die Nutzer mehr Zeit mit unserem Produkt verbringen. Und ich rede jetzt mal über mobile Games. Wir schaffen eine Welt, in der Leute unser Produkt lieben. Also wir wollen, dass User mehr Zeit in unserer Games verbringen, um mehr Geld ausgeben da. Aber wenn User in unserem Game Zeit verbringen, dann können sie ja irgendwie etwas verlieren. Also wie findet man irgendwie da so die Balance? It's a really difficult question. So das ist auch eine ziemlich schwierige Frage. Die Frage bezog sich ganz speziell auf das Spielen auf Mobilgeräten, wo liegt die Balance zwischen dem hohen Engagement der User und der Schwelle zur Sucht in der Verwendung dieses Spiels. Meine Antwort auf diese Frage ist, das hängt von der Absicht ab, vom Wollen. Wenn du als Firma dein Product Design darauf ausrichtest, wie das menschliche Gehirn funktioniert und das in dein Produkt einbaust und dann das Spiel rein auf Glück basieren lässt, dann kann es leicht sein, dass du die Linie zur Suchterzeugung überschreitest. Wenn ich Facebook anschaue, dann bin ich der Meinung, dass sie
diese Linie schon überschritten haben. Und wenn du dir anschaust, warum ich meine, dass sie diese Linie überschritten haben, dann geht es wirklich nur darum, die zu definieren, in welchen Bereichen sie diese Belohnungsmechanismen eingebaut haben. Okay, nochmal eine Frage aus dem Internet. Nochmal von Ploy. Also über praktische Anwendung. Also setzt du diese Leitfaden in deiner Firma ein? Du bist ja Unternehmer. Gute Frage. Ja, werden wir tun. Wir haben es gerade erst veröffentlicht und es war ziemlich viel Arbeit, diesen Entwurf zu veröffentlichen. Und nice. Wir werden einer der Early Adopters für diesen Standard sein. Jan. Okay. Herzlichen Dank, Jan. Leute hier, bitte einen Applaus.